wunderschönen Sonntag, ihr Lieben. Ich habe euch heute einen kleinen Sammeltipp mitgebracht, und zwar zu den ersten Schlüsselblümchen. Die Schlüsselblumen sind ja geschützte Pflanzen, das heißt, ihr solltet auf keinen Fall die Wurzeln graben, auch wenn dies die heilkräftigsten Pflanzenteile sind. Und wir sollten Umwelt und Bienen und Sonstiges verträglich pflücken. Und das möchte ich euch heute zeigen. Schaut mal, so schön sind diese Knospen und Blüten. Und es kommen immer wieder neue Knospen nach, sodass, wenn du jetzt für deinen Tee, für den Salat oder für sonst was hier nur ein paar von den Blüten wegpflückst, dann hat es immer noch genügend für dich und für die Bienen. Und so kannst du dir einen wunderschönen kleinen Vorrat an diesen Schlüsselblumen, den Himmelsschlüsseln, anlegen. Später im Jahr kommen noch die echten, wohlriechenden, die bei uns in unserer Region Badenge heißen oder Madengela. Und die echten Primulaveris, die sind dunkelgelb im Herbst und riechen und schmecken ganz wunderbar, sind die wohlriechenden. Aber schaut mal, ein Gang durch den Garten, heute Morgen hat es überall Schnee gehabt und so viel Pflanzen. Und daher heute mein Sonntagsrätsel. Ganz viele tolle wilde Kräuter. Und wer alle errät, bekommt von mir etwas. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. All die feinen Sachen sind essbar. Und dieses kleine Kresseteilchen hier in der Mitte, ich muss mal schauen, das hier, um das geht's beim nächsten Mal. Ganz viele Leute tun das leider immer weg. Aber es ist eine ganz große, tolle Heilpflanze mit viel Antibiotika-Potenzial. Und hier daneben, das Gelb, sind die ersten Blüten vom... das verrate ich jetzt nicht. Liegt auch drauf. Und mit Blüte darfst du es nicht mehr essen. Nur ohne. So wie hier daneben. Denn die Blüte, die habe ich hingelegt zum Zeigen. Einen wunderschönen Sonntag und alles Liebe von eurer wilden Kräuterfee Christine aus dem Herzen des Naturparks und diesmal mit einem Rätsel. Ciao, ciao!